hat als nächster Redner das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Aktuelle Stunde zu Syrien und zu Aleppo. Und auf der einen Seite haben wir dort bei den Vorkommnissen das gleiche Grundmuster in dieser Region und auf der anderen Seite doch unterschiedliche Situationen. Und sehr stark möchte ich erstmal auf Mosul eingehen und auf die Situation im Irak. Und Herr Gerke, sehen Sie es mir nach, ich habe jetzt, das liegt sicherlich an mir, aber in Ihrer Wortmeldung jetzt nicht rausgehört, ob diese Koalition, die zurzeit gegen den IS militärisch vorgeht, ob Sie und die Linke das für richtig halten oder nicht. Das war aus Ihrer Wortmeldung nicht herauszuhören. Ich halte es für einen ersten wichtigen Schritt, auch wenn man militärische Lösungen der Zwischenruf ist, Sie halten es nicht für richtig, also konnte man das jetzt zumindest konkretisieren. Ich halte es für notwendig, dass wir dort eine gemeinsame Koalition haben. Und das ist ein Stück weit der US-Diplomatie, der westlichen Diplomatie zu verdanken, dass wir die verschiedenen Interessengruppen vor Ort, ethnischer Herkunft, religiöser Herkunft, geeint haben. Und die eint es auf den Konflikt gegen den IS. Es wird, Kollege Nuripur hat schnelle Lösungen angemahnt, da würde ich ihn gerne unterstützen, aber ich glaube, wir sehen es gemeinsam, eine schnelle Lösung wird es hier auch im militärischen Bereich nicht geben. Und es wird ein erster Schritt sein, in diese Richtung zu gehen. Und wir werden dann in einem zweiten Schritt sehen, dass die IS hier nicht verschwinden wird, sondern wir müssen auch real ansprechen in der Realität. Die IS wird in den Untergrund gehen. Die IS wird Heimkehrer haben in den Westen nach Europa und die IS wird in andere Länder gehen, wie Syrien, wie Libyen und zur weiteren Destabilisierung in dieser Region beitragen. Und das gehört zur Realität, dass wir dieses auch ansprechen. Wichtig ist in der jetzigen Phase die humanitäre Hilfe und da scheint ein großer Konsens hier und ich danke insbesondere unserem Bundesminister Gerd Müller mit seinem Staatssekretär, die sich dieses Thema europäisch und weltweit annimmt, dass wir hier schnell handeln, weil die Flüchtlinge, die Menschen in ihrer Katastrophe zu einer weiteren Destabilisierung in dieser Region beitragen werden. Und das ist nicht mit Sicherheit unser Ziel, neben der Humanität, sondern Stabilität. Aber sollte es zu einer entsprechenden Vertreibung des IS kommen aus Mosul, dann ist die Frage, wie geht es politisch weiter? Und hier sind wir gefordert. Hier ist die Diplomatie in Europa, in Deutschland und vor allen Dingen die Amerikaner, dass diese Koalition, die jetzt gegen den IS vorgeht, auch hält. Dass die Kurden, dass die Türkei, dass die Schiiten, dass die Sunniten sich auf ihre Gebiete konzentrieren und letztendlich die Einheit des Landes nicht gefährden und damit wieder eine Instabilität entsteht, die möglicherweise dann wieder die Basis für neuen Terror ist. Wichtig ist, es wurde angesprochen, die Regionalmächte einzubeziehen. Ja, meine Damen und Herren, die Regionalmächte einzubeziehen, das ist das große Kunststück vor Ort. Und da möchte ich schon auch hinterfragen, wie wir hier debattieren. Und wir haben auch sehr stark, der Kollege Wadefull hat sehr stark auf den Besuch von Putin abgehoben. Und das war auch der Schluss vom Kollegen Kauder. Meine Damen und Herren, wir können hier im Deutschen Bundestag regelmäßig darüber debattieren, was der richtige Weg in dieser Region ist. Und es ist wichtig, mit Putin zu reden und zum Glück, Gott sei Dank, macht es die Kanzlerin. Aber letztendlich ist die Frage, was ist Deutschland und was ist Europa bereit, für Frieden und Stabilität in der Welt und in dieser Region zu leisten? Und das beste Signal wäre erst einmal, Herr Kollege, das beste Signal wäre erst einmal, wenn die Weltgemeinschaft es wahrnehmen würde, dass der Deutsche Bundestag hier ein Stück weit Geschlossenheit hätte und ein gemeinsames Ziel. Solange aber die andere Seite der festen Überzeugung sein kann, innerhalb Deutschlands kann ich eigentlich gar nicht auf eine geschlossene Front warten, sondern die sind intern mit sich selber so sehr beschäftigt, dass sie gar nicht antworten können. Glauben Sie im Ernst, dass sich ein Präsident, der heute in Berlin ist, davon beeindrucken lässt? Das ist doch Fantasie, was Sie hier haben. Und darum wäre es dringend notwendig, dass wir unsere Verantwortung, die wir hier haben, angefangen von den entsprechenden Flugverbotszonen, angefangen von den entsprechenden Maßnahmen in diesen Ländern dazu beitragen, die Stabilität dorthin zu bekommen, wo wir sind. Und da würde ich mich freuen,
gerade wenn die Linke, aber auch Frau Roth, inhaltlich haben wir ja gar nicht so viel auseinander. Bei uns ist eher das Problem der Weg, dass wir gemeinsam den Weg finden, damit Deutschland und Europa in der heutigen Phase aus der Stärke heraus von Leuten wie Putin auch ernst genommen wird. Dazu können Sie einen großen Beitrag leisten. Besten Dank. Als letzter Redner in der